Nun sagt Allah Jalla Jalaluhu im heiligen Hadith, alle Taten Adams sind für ihn, außer das Fasten, das ist für mich und ich belohne es. Wenn wir diesen Hadith hören oder lesen, müssen wir uns immer vor Augen halten, mit wem wir es hier zu tun haben. Stell dir vor, wieder 8 Uhr morgens sollst du jemandem helfen. Und dem du jetzt hilfst, das ist ein Multimilliardär. Und er ist sehr großzügig. Du kennst ihn schon lange. Und du weißt, Junge, der gibt immer aus und der schenkt und so weiter. Und wenn du Hilfe brauchst, der hat dir 5 Billionen Mal geholfen. Es ist ein super Typ. So, wenn jetzt dieser Multimilliardär, der hat viel Geld. Wenn er dir sagt, hör mal zu, kannst du mir morgen früh helfen und keine Angst. Was Geld angeht, keine Angst. Gehst du jetzt davon aus, dass er dir 5 Euro gibt? Oder gehst du jetzt davon aus, dass er dir, Allahu a'lam, mehrere hundert Euro gibt? Warum? Er hat ja nicht gesagt, wie viel er geben wird. Aus dem Kontext her, dass er sowieso mit ihm wird. Sehr schön. Weil du zwei Eigenschaften von ihm kennst. Und zwar, dass er reich ist, er hat das Geld. Und dass er großzügig ist, er ist nicht geizig. Du weißt nicht, wie viel er dir gibt, aber du weißt, er ist reich und großzügig, also werden es nicht 5 Euro sein. Wenn jetzt der Reiche, Al-Ghani, subhanahu wa ta'ala, wenn jetzt der Großzügige, Al-Karim, subhanahu wa ta'ala, dir sagt, das Fasten ist für mich und ich belohne. Ich belohne. Ich gebe dir. Also viel oder wenig? Sehr viel. Warum sagt er uns nicht wie viel? Weil dein Gehirn das nicht nachvollziehen kann, diesen Lohn. Welche Zahl kennst du? Du kennst Billionen, Trillionen, Quillionen. Was gibt's noch? Zitrone. Zitrone ist so ein bisschen zu sauer, Abi. Dein Gehirn irgendwo macht Schluss. Es reicht jetzt mit den Nullen. Ich komme nicht mehr mit. Aber der Lohn ist gewaltiger. Der Lohn für Ramadan ist gewaltiger. Du kannst es nicht nachvollziehen. Das ist zu viel. Also, ich belohne. Warum ist der Lohn des Fastens so gewaltig? Weil das Fasten Geduld ist. Wenn du fastest, was machst du da? Du unterlässt ja, oder nicht? Du unterlässt deine Neigungen. Essen, Trinken, Beischlaf. Diese mangelnde Handlung, das Unterlassen, was ist der Motor dafür? Wie kann ich denn Sachen zu Sachen Nein sagen? Deine Seele hat ein Verlangen, aber du sagst Nein, bitte? Die stärkere Nefs, das ist quasi die, der Wille, das Richtige zu machen, stärker ist als die Hawa. Sehr schön, dass du deine Neigung, also Al-Hawa, besiegst. Ja? Aus Liebe oder Furcht. Aus Liebe und Furcht, das ist der Antrieb. Also bist du dann standhaft und sagst Nein. Allah Azza wa Jalla sagt über diese Standhaftigkeit, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Das steht nicht auf der Preisliste. Kennt ihr das? Allah erhaben ist er über jegliche Gleichnis. Allah, wir vergleichen nicht Allah Azza wa Jalla mit seinen Geschöpfen. Aber damit wir in der Dunya es nachvollziehen, manchmal gibt es ja Dienstleistungen oder so, da steht der Preis, kostet 90 Euro, kostet 20. Das andere, kontaktiert uns, der Preis, der wird dann. Das ist was anderes, das ist was Besonderes. Da steht der Preis nicht drauf. Da du nun Nein sagst zu deinen Gelüsten, das ist bei Allah sehr wertvoll. Er weiß, wie schwach du bist. Er weiß, dass du deinen Gelüsten Folge leisten willst, deine Nefs, deine Seele. Er weiß, dass es Shayatin einflüstern, komm, diese Sünde mach und so weiter. Und dann kommst du und sagst, nein. Für wen? Für Allah? Bitteschön, dann kriegst du einen gewaltigen Lohn, der so gewaltig ist, dass Allah gar nicht sagt, wie viel es ist. Möge Allah uns den Lohn gut schreiben. Amen.